Heyho, meine Legionäre, und willkommen zu einem kleinen Informationsvideo. Soll auch nicht lange dauern. Ich habe mir jetzt zwei Spiele rausgesucht, die ich dann in den nächsten Tagen, Wochen auch dann hin und wieder mal als Video hochladen werde und definitiv auch dann die Stream-Uploads hier auf dem Kanal zeigen werde. Und zwar zum einen habe ich jetzt, ich habe schon, wo Genshin rausgekommen ist, das müsste ich mal nachschauen, wann das wirklich rausgekommen ist. Das ist bestimmt schon über ein Jahr her oder so. Ich habe das damals sehr viel gespielt. Bin nicht mal richtig im zweiten Gebiet angekommen gewesen, bevor ich aufgehört habe, weil ich einfach dann wieder ein anderes Spiel angefangen hatte. Also, ich glaube, damals habe ich angefangen mit Conqueror's Blade und habe dann dafür Genshin fallen lassen. Dann wäre es sogar schon 2 Jahre älter. Ja, ist egal. Jedenfalls wird es Genshin geben. Dazu gab es heute, also heute ist für mich Mittwoch der 17. noch. Und es gab halt heute den ersten Stream zu Genshin. So knapp 3,5, 4 Stunden ungefähr. Und ja, ich habe den Fehler gemacht jetzt. Das ist jetzt halt für mich ganz blöd, weil ich wollte eigentlich solche Gacha-Sachen immer zeigen. Aber ich habe aus dem Anfängerpaket Noel und Chongyun rausbekommen. Und das wollte ich eigentlich alles dann in dem Video machen. Die Waffen, die ich rausbekomme und sowas, ist alles nicht der Rede wert gewesen, aber halt die zwei Typen. Und dann habe ich noch in der Post noch die Twitch Prime Sachen gehabt. Und ja, im Endeffekt ist es jetzt das, was ich halt machen möchte. Erstmal die Spiele spielen, die ich auch Bock habe. Und vor allen Dingen auch die Spiele spielen, die gut geguckt werden. Also zum Beispiel auf Twitch ist es immer gut, wenn man sich ein bisschen an die Meta hält. Es klingt jetzt doof, aber es bringt mir nichts, wenn ich jetzt zum Beispiel ein kleines Spiel streame. Ich meine, Stellaris-Streams sind geil. Kann man gut mitzugucken, aber das Problem ist, ich sehe es selbst auch ein, wenn ich die ganze Zeit Stellaris streamen würde, würde ich so eine kleine Community abgreifen können, weil die Leute einfach dann sagen, ja, Stellaris ist so ein kleines Spiel, ist auch so Nische und man bekommt halt eine größere Zuschauermenge, wenn man halt dann zum Beispiel Genshin spielt oder sowas in der Art. Und habe ich geguckt und die Spiele, die derzeit am meisten Überschnitte haben, mit dem, was ich halt richtig sehr gerne spiele und auch viele Zuschauer hat, ist halt Genshin Impact. Habe ich mir gestern runtergeladen und heute einfach wirklich komplett blind. Ich habe meinen Account zurückgesetzt und gesagt, so, ich fange neu an. Ich hatte eh kein Geld ausgegeben. Ich hatte nur als Charakter zum Beispiel Kiching, ich hatte Mona, ich hatte Kiki, wie auch immer. Und ein paar andere Helden, also gibt's nicht, also ich hatte Diluc und sowas noch gehabt, aber jetzt nicht so, wo man sagt, wow, alles mega heftig. Warum hast du das getan? Sondern nee, ich habe gesagt, okay, ich fange damit halt dann nochmal komplett neu an, wenn ich schon ein neues Projekt starte. Das heißt, das war dann heute sozusagen der Auftakt für mich, einfach das Projekt neu zu starten. Und des Weiteren ist auch noch mit drin New World. Da habe ich ja, das war schon ein Charakter, das heißt, wenn ich da anfangen würde, dazu Videos zu machen oder ähnliches, dann, ich würde jetzt nicht sagen, es ist Nische, aber ich glaube, es würde keinen von euch so groß interessieren, wie ich farmen gehe. Das heißt, ich würde mich dann dort, wenn ich Videos mache, entweder auf PvP konzentrieren oder zumindest dann so Materialien, Aufwertung, Quests machen und sowas, also mehr Erkundung. Und boah, jetzt habe ich es vergessen. Boah, ich habe den Spielnamen des Spiels vergessen. Egal. Kommen wir später noch zu. Ach ja, Battlefield. Ich habe überlegt, ob ich ein Battlefield hole, aber ich habe dann abwägen müssen, Battlefield oder eine ordentliche Beleuchtung, also die mir auch dann halt sozusagen zu Hause, falls ich irgendwann damit aufhören kann,
oder mal aufhöre mit Streaming oder YouTube, falls ich das irgendwann mal aufgebe, habe ich dann entweder eine richtig gute Beleuchtung oder ich kaufe mir jetzt ein Spiel. Dann habe ich mir gedacht, Beleuchtung, mehr Real Life. Und ja, das heißt, ich habe dann auch dementsprechend mir jetzt 2 Lampen geholt, gab es im Doppelpack. Und kann man wie Softboxen nutzen. Und deshalb habe ich jetzt auch einfach Battlefield nicht. Ich werde ein Spendenziel einrichten, falls jemand möchte, dass ich mit euch Battlefield spiele. Also 2042, dafür bin ich voll zu haben. Bei Battlefield habe ich immer sehr, sehr viele 100 Stunden reingesteckt, weil Battlefield ist einfach so, egal wo du hingehst, ob Soldat oder Panzerfahrer oder sonst irgendwas. Und es ist halt neumodig. Ich habe damals Battlefield 2 gerne gespielt, 3 und 4. Battlefield 1 und 5 nicht sehr gerne. Also 1 gar nicht gerne, fand ich überhaupt, das war einfach zu meh. Also war halt nicht so mein Spielgenre, sondern ich stehe halt mehr so auf das Moderne. Entweder wirklich Mittelalter oder Moderne. Und das Zukunfts-Battlefield hat mir damals auch nicht gefallen. Und zum Beispiel die neuen Call of Duties würde ich mir auch nicht zulegen. Weil ich einfach sage, jedes Jahr ein neues Spiel, jedes Jahr 60 Euro oder so. Nee. Nee, das ist es mir dann einfach nicht wert, weil die Spiele spiele ich dann immer mal so zwei Monate. Und das dann dafür so viel Geld rauszuballern, ist halt dann auch dann einfach. Das Geld habe ich dann dafür einfach nicht. Von daher, ja, falls sich jemand jetzt dazu berufen fühlt und sagt so, ich Sugar Daddy dir, Battlefield 2042. Danke. Ansonsten mache ich das einfach als kleines Spendenziel. Und natürlich, sobald es dann in Stellaris, das werde ich dann öfters wieder streamen, weil ich spiele es derzeit wirklich sehr häufig. Das hat man gesehen, auch an den Streams letzte Woche. Wenn das neue DLC rauskommt, wird es auch einen größeren Stream wieder geben. Vielleicht in Kooperation mit anderen Leuten. Aber ist jetzt kein Muss, wo ich dann sage, jo, die Leute müssen jetzt damit halt zusammen oder sonst irgendwas. Also, wie gesagt, wenn ihr euch nicht für Stellaris interessiert oder sagt, ich habe an den und den Tagen keine Zeit, ist auch kein Muss zum Angucken oder Zuschauen oder was auch immer. Also, wie gesagt, wer da drauf Bock hat, kann einfach bei mir auf dem Discord vorbeischauen. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und kann dann auch einfach sagen, yo, ich hätte Bock mal mit dir ein paar Runden zu zocken. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Ihr habt es gesehen, die letzten Streams waren höchste Schwierigkeit und ich bin jetzt nicht schlecht. Aber ich bin auch nicht der Beste. Also ich schlag mich okay in diesen Schwierigkeitsgraden. Dann ja, gucke ich mal, was sich noch so anbietet halt für gute Streaming-Projekte. Und ich habe auch mir vorgenommen, weiß nicht, wie viele Videos die Woche. Ich habe so gedacht, so 1-2 Videos die Woche, wo ich wahrscheinlich Reactions machen werde. Weil es einfach so für YouTube-Content ist halt Reactions gut. Und vielleicht noch ein bisschen Real-Life-Zeug. Da muss ich aber gucken, ob ich gelegentlich halt was koche, was sich halt dann gut anbietet. Und ansonsten einfach mal gucken. Gut, und da ihr jetzt schon einmal da seid. Oh, das kostet mehr. Nee, dann nicht. Ich wollte jetzt gerade noch die letzten hier kaufen, aber das kostet irgendwie mehr. Tja, schade, dann nicht. ja. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuhören. Wenn wir das die nächsten Videos werden halt dann wahrscheinlich ein bisschen React sein. Ich habe auch, wie gesagt, das eine Kochvideo. Das schiebe ich schon die ganze Zeit vor mir her, das zu schneiden, weil das sind ganz viele kleine Fetzen von Video. Und wenn die einander schneiden möchte, das denkst du immer so, oh. Aber ich habe ja gesagt, ich möchte mir das jetzt ein bisschen angewöhnen, halt dann auch regelmäßiger Videos und so zu machen, dass auch der Kanal wieder gut wächst. Von daher, es wird wieder guter Content kommen. Und ich hoffe, ihr seid mit der Wahl von Spielen zufrieden. Wie gesagt, ich muss immer davon ausgehen, das Wichtigste ist, der Content muss gesehen werden.
auch von der größeren Zuschauerschaft, am besten auch Streaming geeignet. Und das Allerwichtigste damit, es muss mir gefallen. Bei einem Spiel, was mir nicht gefällt, oder ich nicht lange am Stück spielen kann, sowas zu zeigen, ist halt einfach nur so. Würde keinen Spaß machen für euch. Vielleicht mache ich auch mein Cyberpunk-Video oder sowas. Einfach mal gucken, ob es läuft. Wollte ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da und wir sehen uns einfach bei den nächsten Videos oder im nächsten Stream-Video. Bis dahin, ciao, ciao und haut rein.